Das zweite Instrument innerhalb dieses Handlungsfeldes oder Gestaltungsfeldes, Strukturen, Prozesse und Personen, sind Anreizsysteme. Ja, die haben wir aber doch, Anreizsysteme. Aktien und Aktienoptionen. Ja, wir haben Anreizsysteme. Wir haben Anreizsysteme und viele Leute sagen, diese Anreizsysteme haben einen Fehler. Sie belohnen im Erfolgsfall, sie bestrafen aber nicht im Misserfolgsfall. Ja, also die Idee, die hier diskutiert wird, ist Anreizsysteme in beide Richtungen. Es gibt auch negative Reize. Ja, das heißt, wenn der Vorstand etwas macht, sozusagen ins Spielcasino geht und viel Geld auf die 16 setzt und die 16 fällt, dann hat man einen großen Gewinn. Aber was ist, wenn die 16 nicht fällt? Dann hat man das Geld verloren. Dann kommt der Schieber, Sie kennen das im Spielcasino, und das Geld ist weg. Wird der Vorstand belohnt, wenn die 16 fällt? Ja. Wird der Vorstand bestraft, wenn die 16 nicht fällt? Nein. Also die Idee ist, warum soll ein Vorstand nicht auch persönlich gerade stehen durch Gehaltseinbußen, wenn er sich zum Beispiel zu risikoorientiert verhalten hat? Anreizsysteme in beide Richtungen. Das ist hier die Idee, die diskutiert wird.